Derp, derpity, derp, 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 derp. Klasse, du bist auf der Pole Position. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Eismann, Hamilton und Valtteri Bottas. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Sprechen wir doch einen Augenblick über ein anderes Team. Wie hat es sich heute geschlagen? Danke für den Kommentar. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Willkommen in den wunderschönen Bergen der Steiermark zu einem weiteren Kapitel in der Geschichte des großen Preises von Österreich. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Und ein herzliches Willkommen an meinen Co-Kommentator, den Mann mit Erfahrung und unerschöpflichem Fachwissen, Stefan Römer.
Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole-Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Es gibt mehrere Favoriten heute, aber wer am Ende gewinnt, ist nicht ganz so wichtig, solange die Fahrer uns auf ihrem Weg zur karierten Flagge ein unterhaltsames Rennen zeigen. Und natürlich wollen wir auch einen sauberen Wettkampf sehen. Also hoffen wir mal, dass die Rennleitung nicht allzu oft einschreiten muss. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der Eismann startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Vettel, Max Verstappen und Perez, Leclerc, Albon, Ricciardo und Carlos Sainz, Gasly, Stroll, Lando Norris und Kvyat, Grosjean, Magnussen, Esteban Ocon und George Russell, Aitken, Giovinazzi, Raikkonen und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an. Wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. We'll be right back.
Achtung! Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Thank you.
Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Fertig, los jetzt! Das war unser letzter Boxenstopp. Jay kommt in die Boxengasse. We'll be right back.
fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Eine fast fehlerfreie Darbietung war das hier und ein eindrucksvoller Sieg. Was denkst du, Stefan, was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Der Eismann übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Meine Wahl wäre Lance Troll. Er konnte ein beständig hohes Tempo halten und dabei auch die Kurven gut meistern. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Das war ein knappes Rennen. Wie stehen Sie zueinander? Danke für den Kommentar.